Munitionsfund am Senftenberger Museumsschloss. Am Montag wurde bei einer archäologischen Untersuchung am Südwall des Schlosses ein großes Waffenlager aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Also wir haben im Zuge von Sondierungsgrabungen für den Neubau der Ausstellungserweiterung unseres Museums, da sind wir auf Waffenfunde gestoßen. Es wurden Kriegsgeräte gefunden, heißt Pistolen, Gewehre, Säbel, Dolche, aber eben auch ein Kronleuchter, Steigbügel oder Keramik. Die Waffen wurden ordnungsgemäß vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesichert, wurden mitgenommen und abtransportiert. Die gefundenen Dolche, Schwerter und andere historische Stücke werden aktuell zur Begutachtung von Historikern im Schlossmuseum gelagert. Der Bau des an der Stelle des Waffenfundes geplanten Neubaus sollte sich aber um nicht mehr als 2 Wochen verzögern. Nachdem ursprünglich nur unter dem geplanten Anbaugebiet neben dem Kommandantenhaus Waffen gefunden wurden, wurde im Verlauf des Tages auch auf dem Wall ein weiteres Lager entdeckt. Weitere Untersuchungen, ob noch mehr unentdeckte Kriegsüberreste unter der Erde schlummern, müssen noch durchgeführt werden. Doch wie sind die Waffen und Relikte dorthin gelangt? Das Schloss Senftenberg war zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine Militärunterkunft und wir gehen davon aus, dass die Waffen dort einfach entsorgt wurden. Von wem diese Waffen dort einfach entsorgt wurden, das wissen wir nicht. Das ist eigentlich nur Spekulation. Doch wie sieht es mit dem Museumsbetrieb aus? Wird dieser eingeschränkt sein? Überhaupt nicht. Unser Museum ist weiterhin für unsere Besucher geöffnet. Wir bitten allerdings darum, die Absperrung weitläufig zu umgehen und eben auch nicht das abgesperrte Gelände zu betreten. Aber ansonsten hat es keinerlei Einfluss auf den Museumsbetrieb. Dann werden zukünftige Museumsbesuche wohl besonders spannend. Und auf neue Ausstellungsstücke kann sich bestimmt auch bald gefreut werden.